Wenn du es anziehst, steigt die Leidenschaft in dir. Die Schuhe auf Hochglanz poliert. Die Anweisungen des Trainers verinnerlicht. Oben hörst du schon die Fans. Ein letzter Schluck aus der Pulle. Und dann weißt du, es ist soweit. Auf Kurs heute mal in ganz anderer Kulisse, heute im Kletterwald Hohe Düne. Hier werden vier der Hansa-Profis, ähnlich wie es Tarzan früher gemacht hat, vom Baum zu Baum hangeln. Gleich kriegen die Jungs eine Einweisung. Bevor es aber soweit ist, sehen wir einen Beitrag über Marcel Schied. Ja. Konzentrieren, zielen und schließlich den Abschluss suchen. Das sind die Grundlagen eines Stürmers und Rostocks Marcel Schied beweist diese auch beim Frisbee-Spielen. Vor gut 12 Jahren kam der gebürtige Weißenfelder in die Hansestadt und gehört zur Generation Hansa-Internat. Seine Teamkollegen zu jener Zeit, unter anderem Marco Vorbeck und Tim Sebastian. Ziemlich schnell sollte das Debüt bei den Profis folgen, bevor Schiedi dann aber ausgeliehen wurde, um bei anderen Vereinen Spielpraxis zu bekommen. Für mich war das für meine Entwicklung wichtig. Nicht nur im Fußballerischen, auch menschlich hat mich das auch weitergebracht. Ich habe andere Städte gesehen, ich habe natürlich andere Charaktere, habe ich kennengelernt, andere Trainer kennengelernt. Ich hatte in Unterhaching hatte ich einen Andi Bremer als Trainer. Also man lernt schon in Osnabrück Frank Pagelsdorf. Also es war schon auch für meine Entwicklung überhaupt war das sehr wichtig. 2009 kam er zum dritten Mal zurück an die Küste und er war einer der wenigen, die nach dem Abstieg in Liga 3 beim FC Hansa blieben. Trainer Peter Vollmann baute auf den kleinen Wirbelwind, was dieser mit Treffern zurückzahlte. So traf der 27-Jährige in der Hinrunde wie in seinen besten Zeiten. In der Rückrunde allerdings hat er mit Radovan Vujanović harte Konkurrenz. Ja, das gehört einfach dazu. Ich bin sicherlich ist man böse oder sauer, aber das gehört dazu. Also es wäre schlimm, wenn es nicht wäre. Also wenn ich mich auf die Bank setze und würde freuen, dass ich dort sitze, dass ich wie jetzt in Braunschweig vor 24.000 oder 22.000 auf der Bank sitze, das schöne Wetter genieße, ich glaube, da wäre ich fehl am Platz. Zwar ist auf dem Platz mit Marcel Schied nicht gerade gut Kirschen essen, aber das Kind vom Dorf kann abseits auch schon mal erzählen, wie man sein Lieblingsgericht Ente zubereitet. Aber nicht nur das, sondern auch, dass er sich nicht mehr wie früher in der Badewanne auf den Gegner vorbereitet. Man muss ganz ehrlich sagen, ich gehe ganz gerne baden und dazu stehe ich auch. Also ich liege gerne in der Wanne, auch mal gerne so eine Stunde. Aber das war früher mal, dass ich da mich wirklich vor Spielen vorbereitet habe und habe einen Kicker dazu gelesen. Aber das ist halt, das ist vorbei, das mache ich nicht mehr. Ich gehe zwar immer noch gerne baden, aber der Kicker ist halt nicht mehr dabei. Aber es stimmt, ich habe das früher gemacht, aber das habe ich jetzt abgelegt. Andreas Zachhuber hat schon kurz nach der Ankunft von Marcel Schied in Rostock damals gesagt, der Bengel hat die eingebaute Torgarantie. Also Schiedi, dann versenk für das Ziel zweite Liga noch einige Bälle im Netz des Gegners. Ja, komm, kannst du erst zeigen? Ja, die verschiedenen Dinge.
Mach keinen Schein, Leute. Keine Angst. Ali. Sieger, jetzt hast du auch keine Angst. Le? Das ist wackelig. So. Oh, Movie, bist du hier? Also von hier unten sieht es ziemlich einfach aus. Aber die bremst du, gerade weil du bremst. Aber kann ich sitzen? Ich hätte mal, du wirst nicht klar, du wirst rüberkommen. Kann ich sitzen? Genau, okay. Warum hast du das richtig? Das reißt du ab. Und jetzt einen großen Schritt nach vorne machen. Das war Dorado, das ist der Weg jetzt in die zweite Liga nach da oben, ne? Ja. Okay, den Parcours haben die Jungs geschafft. Frau Büschel, wer hat sich denn von den vier Mann am besten gemacht hier? Diese Aussage fällt schwer, weil der Erste natürlich die Schwierigkeit hatte, das alles als Erster zu bewältigen, den anderen das auch zu zeigen. Da ging es nicht ganz so schnell. Jetzt wissen wir nicht, wie die drei Folgenden im Zeitverlauf sich dargestellt haben. Deswegen machen wir uns nochmal einen Test, wer sich am schnellsten unsere Seilbahn hochzieht. Und ich denke, dann können wir den Gewinner küren. Okay, dann wollen wir mal sehen, ob Rado wirklich hier die ganze Zeit den Verkehr aufgehalten hat. Ne? Du warst ein bisschen langsam, oder? Ja, ich habe Angst von. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, aber ja, ich habe geschafft. Das war wichtig. Mo? Also hier immer noch zufrieden, dass du den Vertrag verlängert hast? Ja, ich bin immer noch zufrieden. Ja, es hat heute auch sehr viel Spaß gemacht hier. Und jetzt machen wir noch unseren Parcours hier, unser Duell. Und dann werden wir sehen, wer, ich denke mal, der schnellste von uns war. Bei Malik kommt die Frage, vor was hast du am meisten Angst gehabt? Also, ja, am Anfang, ich dachte so ein bisschen, weil höher war. Aber dann, ja, wenn du loslässt und einfach fährst, macht Spaß und denkst du nicht mal, dass du bist so hoch, weißt du? Ist alles okay. In die Höhe wollt ihr alle. Sergi hat vor nichts Angst gehabt, ne? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, die Seilbahn macht natürlich am meisten Spaß, weil man da ein bisschen Tempo kriegt. Deswegen, ich habe das ja schon ein, zwei Mal gemacht, deswegen ist das eine gute Sache auf jeden Fall. Okay, Tempo hast du schon gesagt. Dann wollen wir mal sehen, wer von euch Jungs der schnellste ist, ne? Also los geht's. Ich habe gesagt, dass ich den Langsatz hier jetzt reingehen. Dorado, kannst du jetzt? Hey. Hansas Ziel heißt zweite Bundesliga. Und dafür braucht man perfekte Analysen und einen guten Scout. Seit dieser Saison ist das die Aufgabe von Thomas Fink, der sich die Gegner der Kogge vorher genau anschaut. So, dann kommen zu den einzelnen Spielern was. Ja, zum Beispiel dann hier über den, der da hinten spielt. Dass dann eben bestimmte Einschätzungen da sind. Dann kommt halt die taktische Ausrichtung und die Wechsel, die gemacht wurden, wieder positionsgetreu, dass da eben jemand dazugekommen ist, der eben das 1:1 übernommen hat oder dass eben dann eben das taktische Konzept umgestellt wurde. Solche Geschichten. Ne? Wie verhält sich der nächste Gegner bei Standards? Wie sind dessen Spieler drauf und wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Auf 10 Seiten versucht Thomas Fink, diese ganzen Fragen kompakt zu beantworten. Peter muss das ja 1:1 übernehmen können. Er muss ja dann nicht anfangen, sich daraus jetzt noch die Sachen rauszupflücken, die er ja, jetzt braucht, sondern es soll kompakt sein, es soll das Wichtigste drin sein und er muss es nutzen können, ja, weil sonst könnte er es alleine machen. Aber nicht nur die nächsten Gegner nimmt der ehemalige Cheftrainer unter die Lupe. So sichtet Thomas Fink auch Profis, die für den FC Hansa interessant sein könnten. Dabei hilft natürlich seine jahrelange Erfahrung als Jugendtrainer und auch als Cheftrainer bei den Ostseekickern, wohlgleich die neue Aufgabe im Verein eine Umstellung bedeutete. Wenn du von 2002 an bis zum Sommer letzten Jahres dann jeden Tag auf dem Platz stehst und dann auf einmal nicht mehr, ist das natürlich eine Umstellung, ganz klar. Aber es ist auch eine Tätigkeit im Fußball, ich musste mich daran gewöhnen, es macht riesig Spaß. Ich bin natürlich sehr, sehr viel unterwegs, sehr viele Spiele und Spieler und das ist natürlich eine hochinteressante Geschichte. Der 41-Jährige selbst ist ein echtes Hansa-Urgestein. So gehörte er der legendären Meistermannschaft von 1991 an. Danach war allerdings Schluss.
Nachwuchsbereich war ich schon relativ gut, muss man sagen. Also auch 18 Länderspiele gemacht für die DDR damals. Aber ja, so dieser Übergang im Männerbereich ist ja schon immer noch ein bisschen schwierig. Und ich konnte halt Sachen oder war in Sachen begrenzt, die halt im Männerbereich wichtig sind, so vom Zweikampfverhalten her. Und also ich war ein guter Fußballer, aber war eben ja, vom Zweikampfverhalten war ich doch arg begrenzt. Und irgendwann konnte ich das dann eben mit meinen fußballerischen Qualitäten nicht mehr ausgleichen. Es folgte eine Lehre zum Bankkaufmann, aber den Fußball hat er nie aus den Augen verloren und wollte unbedingt wieder dorthin. Im Jahre 2000 war es dann soweit. Das ist eigentlich das Größte, dass man mit seinem Hobby dann auch Geld verdienen kann, dass man mit jungen Leuten arbeiten kann. Also ich habe eigentlich nie Urlaub gebraucht, weil es war einfach Spaß, es war viel Freude. Es waren viele schöne Erfolge auch da, also ich habe es eigentlich nie bereut. Nach Erfolgen als Jugendtrainer und bei den Amateuren folgte die Berufung zu den Profis, wo er auch als Cheftrainer fungierte, bevor ihn eine fehlende Lizenz stoppte. Nach dem Absturz in Liga 3 hat er nun eine neue Aufgabe und trug damit im Wesentlichen zur bisher erfolgreichen Saison bei. Allerdings sitzt er schon mit Trainer Vollmann und Manager Beinlich an der Kaderplanung für die nächste Spielzeit. Und da hat er den ein oder anderen in seinem Ordner bereits vermerkt. Zieh. 31,3. Was ist das für eine Zeit? Das werden wir jetzt gleich sehen, was sie bedeutet, ne? Sehr schön, wird knapp. Was ist denn? 32,2. Also, 31. Also knapp eine Sekunde langsamer. Komm, Malik. Malik mit der 30,5. Bis jetzt der Schnellste. Komm, Rado. 29,7. Rado, du warst der Schnellste von allen. Ja, haben wir geschafft, oder? Ja, jetzt ist es richtig. Alle Sachen, langsam. Wie viel ist die Zeit? Zum Ende hin hat der Rado also noch seine Ehre gerettet, hat die Jungs ausgestochen als einzige in der Zeit unter 30 Sekunden hingelegt. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Ende gibt es unser gewohntes Gewinnspiel. Ein Ostklassiker erwartet die Zuschauer am Samstag. Gegner ist niemand Geringeres als der dreimalige DDR-Meister Carl Zeiss Jena.
Im Hinspiel hatten die Hanseaten nach 90 Minuten die Nase vorn. Nach Toren von Tobias Jenicke und zweimal Marcel Schied hieß es am Ende 3:1 für die Jungs von der Küste. Gute Vorzeichen also für das Duell gegen einen alten Rivalen am Wochenende. Dann heißt es auch Leinen los zur großen Fahrt mit dem Fernexpress zu Hansa Rostock. Vom Abfahrtsort Ihrer Wahl geht es dann im Reisebus zur DKB Arena und wieder zurück. Und für das nächste Heimspiel gegen Dynamo Dresden verlosen wir wieder 5x2 Eintrittskarten. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com.